Ich will nur reden. Und ich will ehrliche Antworten. Hast du irgendeine Ahnung, was da draußen los ist? Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast Nummer 495. In großen Schritten gehen wir auf die 500 zu. Wenn ich da so richtig überschlage, könnte das die Jahresendfolge werden, die 500. Mal schauen. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Bist du auch eingeschneit? Ja, wir haben heute sogar schon schippen müssen. Bei der Woche. Wohl dem, der einen Hausmeisterservice hat. Ansonsten ist natürlich hier im Schwabenländle die Kehrwoche der Tradition. Ne? Ja. Ja. Gut, aber wir müssen ja nicht über Schnee reden. Ich habe heute auch ein bisschen Bundesliga geschaut. Das hat ja auch überall geschneit da in Hannover. Ja. Und das war ja teilweise, mussten sie mit einem roten Ball spielen und irgendwie die Linien rot zeichnen und so. Und dann dieses verrückte Spiel da Köln-Freiburg habe ich irgendwie, ja, da war es auch ziemlich heftig mit Schnee. Da gab es dann irgendwie so einen Elfmeter und die haben den Elfmeterpunkt nicht gefunden. Da musste dann der Schiedsrichter vom Tor aus, hat er irgendwie 11 Schritte abgemessen, wo ungefähr der Elfmeterpunkt ist. Ja. Ja. Aber wir reden ja hier nicht nur über die Wetterkapriolen, die es hier momentan gibt, sondern tatsächlich auch über Filme, zum Beispiel die Sneak Preview, in der ich war. Und ja, wir haben noch ein paar gesehene Filme. Die Kate hat eine neue Serie angefangen. Ich habe eine Serie geguckt, die Kate das letzte Mal empfohlen hat. Das heißt, ich habe die erste Folge geguckt. Und ja, mal gucken, was uns noch so einfällt. Es gibt natürlich wieder ein Filmrätsel der Woche. Ja, und nächste Woche sind wir ja dann auch bei der Star Wars Vorpremiere. Wie die Zeit vergeht. Ja, vom halben Jahr die Karten geholt. Jetzt geht's los. Aber fangen wir an. Die Sneak Preview, in der ich war, vergangenen Montag, da lief der Film It Comes at Night. Und der Trailer, also ich habe den bis jetzt noch gar nicht gesehen, den Trailer, aber das Poster und die Bilder, die man von dem Film gesehen hat, sahen schon ziemlich bedrohlich aus. Und in dem Film geht es darum, das spielt in so einer, ja, einer postapokalyptischen Welt, würde ich jetzt mal nicht sagen, weil sehr viel erfährt man davon nicht. Man sieht eine Familie in einem Haus, die sich irgendwie total verbarrikadiert haben, und eines Nachts kommt dann mal jemand rein in dieses Haus und ja, sie haben halt, die Familie hat halt Angst vor einer Infektion, das heißt, die rennen dann immer mit solchen Gasmasken da auch rum, weil irgendwie gab es da eine Seuche, die sich extrem verbreitet hat, wo dann sehr viele zum Opfer gefallen sind. Wir sehen auch ganz am Anfang, wie der Opa der Familie, wie es den erwischt hatte und wie er dann eben gleich mit Flammenwerfer da verbrannt wurde. Nee, nicht Flammenwerfer, die schütten da Benzin rein und zünden das an. Und also das muss schon ziemlich bedrohlich sein und die Inkubationszeit ist auch relativ kurz, und wenn man da befallen wird, dann ja, äußert sich das mit ganz, ganz üblen Ausschlag und dann der Tod ist dann nicht fern. Jedenfalls, als die eines Nachts einen Einbrecher haben in diesem Haus, was mitten im Wald irgendwo liegt, voll in der Pampa da in Amerika, haben die natürlich alle riesen Angst, dass irgendwie jemand eine Infektion reinträgt, und sie nehmen den auch erstmal gefangen und stellt sich dann aber raus, okay, der hat nichts, und sie kommen auf die Idee, dass es wahrscheinlich besser ist in dieser Apokalypse, wenn man zusammenarbeitet anstatt allein, und der Mann, der beteuert auch, dass er irgendwo noch seine Familie sitzen hat, für die er eigentlich auf der Suche ist nach Lebensmitteln, und gerade in so einer Welt, wenn es ums Überleben geht, kann man ja nicht jedem trauen, was da so gesagt wird, und der Mann der Familie, gespielt von Joel Edgerton, der heißt im Film Paul, den kennen wir aus dem Film The Gift, hier, der da dieses Geschenk gebracht hatte, weißt du noch? Dieser langweilige Film. Na, furchtbar. Und der spielt hier diesen Familienvater, die haben sich ganz gut abgesichert, also man kennt ja mittlerweile so diese, ja, es gibt ja diese Prepper-Szene und sowas, und so ungefähr sind die da auch unterwegs, da gibt es jetzt mittlerweile auch diverse Filme, wir hatten ja den mit
John Goodman, wo der da in diesem Bunker, da diesen Cloverfield Lane hier, oder in der Serie Walking Dead ist ja auch ähnlich angelehnt, ja, da gibt es halt auch diese Bedrohung von außen und man muss sich halt irgendwo absichern. Und so ähnlich ist es hier auch. Das Ganze aber auf einer sehr low-budget Art und Weise. Also das spielt halt wirklich nur in so einem Haus, wirkt alles sehr, sehr preisgünstig inszeniert. Jedenfalls begibt sich dieser Vater dann, der will halt die Familie von dem anderen Typen holen, den sie da gefangen haben, damit die irgendwie alle zusammen, weil der erzählt auch, die haben Tiere, also die haben Hühner und Ziegen und sowas und das kommt denen ganz zu Passe und dann holen sie die Familie mit her und müssen sich dann irgendwie zusammen arrangieren und es schwelt halt immer noch so ein bisschen mit, trotz der netten Art und Weise, wie die so alle drauf sind, kann man denen wirklich vertrauen oder wenn es hart auf hart kommt, verraten die einen dann nicht vielleicht oder es ist eher so ein, ja, so ein Kammerspiel und ja, so auf der psychologischen Thriller-Ebene. Ja, dazu kommt es noch, dass sich der Junge von der Familie, der freundet sich da ein bisschen mit dem einen Typen an und die Frage ist dann noch, ob das dann so gut ist und ach, der Film hat mir nicht wirklich gefallen. Also das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Der verspricht wesentlich mehr, als er hält. Man denkt die ganze Zeit hier, es heißt ja It Comes at Night, man denkt da, okay, irgendwas passiert da und es passiert eigentlich die ganze Zeit nichts. Wir sehen die mitten im Wald in dieser Holzhütte da irgendwie Holz hacken und miteinander erzählen und ja, es passiert da nicht wirklich was. Es zieht sich alles und das, was dann so passiert, ist so ein bisschen vorhersehbar und ja, es hat einen überhaupt nicht mitgerissen. Die ganze Zeit auch voll nerviger Soundtrack die ganze Zeit und es soll wohl, lief dann nicht irgendwie beim Fantasy Filmfest oder sowas, also ja, ich sag mal so, im Festival kommt sowas vielleicht ganz gut an, wenn so wirklich alles dermaßen zerredet wird, aber es war halt wirklich wie GZSZ meets Walking Dead oder so ähnlich, ne? Auch wenn jetzt da keine Zombies waren, sondern eben nur, Anführungszeichen, nur eine Krankheit. Ja, man sieht halt die ganze Zeit irgendwelche Leute im Wald, die irgendwie ums Überleben kämpfen, mehr halt nicht. Und dann ist halt noch die Frage, die dazugekommen sind, ja, wollen die einem Gutes oder nicht? Und ja, dann sind solche Sachen drin. Ich muss ein bisschen was, gut, ist jetzt nichts verraten, kein Spoiler, aber die Familie, die dort einzieht, ist halt ein junger Mann und eine junge Frau. Die haben auch einen kleinen Jungen als Baby, nicht Baby, also der ist schon Kleinkind, sagen wir so. Und die sind halt, sag ich mal, auch innerhalb des Hauses sexuell aktiv, um es mal so zu sagen, ja. Und das Haus ist sehr hellhörig und das kriegt der junge Mann von der anderen Familie kriegt das halt mit und der hat sich eh ein bisschen in die eine Frau verguckt gehabt und hat dann noch so die übelsten Tagträume und solche Geschichten sind das dann halt, weißt du, und ich musste mal dieses eine Beispiel doch mal bringen, ja, um zu merken, dass der Film sehr, sehr nervig ist, also in dem wie er Sachen darstellt und was er so für wichtig hält zu erzählen und es war einfach teilweise oder über längere Zeit, nicht nur teilweise, also über längere Passagen einfach unerträglich, was da passiert und einfach total lächerlich und also ich konnte den Film nicht ernst nehmen und ich habe dem auch irgendwie, das habe ich da 2 Punkte bestimmt gegeben oder so, also ja. Ja, du Chris auch, also der war da auch nicht wirklich überzeugt. Und, ach ja, ich seh gerade hier in unserer Facebook-Gruppe, hier schreibt auch jemand, der Joachim, der Film vermittelt eine falsche Erwartung. Wüsste man, dass es sich eher um soziale Themen und Überleben als Horror handelt, dann könnte man sich besser drauf einlassen. Genau. Und ich habe dazu noch geschrieben, wenn man das Geld für die Eintrittskarte in den Gulli geworfen hätte, hätte es wenigstens noch mal kurz schön geklimpert. Allein dieser kurze Moment wäre schöner gewesen als dieses unsäglich langweilige und langatmige Machwerk. Also das ist auch das, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist. Da ist jetzt nichts, wo ich denke, boah ja, das war jetzt gut oder das war gut. Weder die Darsteller waren jetzt besonders herausragend. Das wirkte die ganze Zeit einfach nur ja, wie so ein B-Movie irgendwie. Pff, ja, Direct-to-Video-Release wäre das eigentlich ganz okay. Es ist ja auch, nicht in keinster Weise irgendwie Horror. Ich weiß nicht, welche FSK der hat. Also es passiert ja da nichts. Ne? Also ich habe da bei die IMDb gelesen,
da waren so Filmkritiken, da war die Überschrift Nothing Comes at Night, weil es passiert einfach nichts, ja. Der Film heißt It Comes at Night, aber es passiert eigentlich nichts nachts, ja. Es ist. Ja, der FSK 16. Ja, außer das, ja, aber ich glaube, im Amerikanischen hat er irgendwie eine, können die Kinder schon rein. Es ist halt wirklich völlig Banane, der Film eigentlich. Ne? Also das, was er eigentlich thematisieren will, das, das gerät völlig in den Hintergrund und wird weggewaschen von diesen ganzen unsäglich dummen Szenen, die da drin sind und diesem schlechten Drehbuch. Also da sind so Gespräche wie, ach nee, ich weiß gar nicht, ich habe es schon verdrängt, vielleicht ganz gut so. Also ich bleibe bei meiner 2 von 10 und pflichte damit auch dem Chris bei, der das hier eingetragen hat. Ich werde bei ihm auch mal die 2 eintragen. Du warst zum Glück nicht da. Nee. Die ist das da. Aber wenn ich mir so die Bewertungen auf der Facebook-Gruppe anschaue, wart ihr zwei ja auch nicht die Einzigen, die ihn so gering bewertet haben. Es haben noch 14 weitere 2 Punkte nur gegeben. Ach, okay. Also, das sind die meisten. Also 16 mal 2 Punkte. Es gab auch welche, die haben ihm 8, es gab auch einen, der hat ihm 8 Punkte gegeben und gab auch 2 mit 2 Punkten, aber dann 2 mit 7 Punkten, aber dann geht alles tief runter. Also ich bin jetzt irgendwie nicht traurig, ihn nicht gesehen zu haben. Ich habe gerade bin nochmal bei der IMDb, da ist hier eine Kritik, die fand ich sehr treffend. Das muss ich mal kurz vorlesen. Also auf Deutsch, der Film hatte ein 5 Millionen Dollar Budget und fühlt sich aber an wie 1 Million wurde ausgegeben für den Film und die anderen 4 Millionen wurden ausgegeben für Fake Reviews on Sites like IMDb. Also das sieht halt wirklich so aus, weil da schreiben halt Leute, bevor der Film schon erschienen ist, schreiben, oh, der ist super und hahaha. Und kaum ist der Film raus, kamen diese ganzen 1-Sterne-Bewertungen, ja. Das ist echt komisch. Also ich weiß nicht, was da abgegangen ist. Verrückt. Also die ganzen IMDb-Bewertungen, die treffen es ganz gut. 6 Morons in a Barn versus a Virus. Oder It's just whack. Ja, oder hier Nothing Comes at Night, genau. Also es ist einfach ein furchtbarer Film. Da hätte man, ich bin eigentlich bei solchen kleinen Produktionen, bin ich doch eher milde gestimmt. Aber ich sehe hier das Potenzial, was man hätte machen können. Und es ist einfach total vergeigt worden, ja. Also dieser, wie ist der, 10 Cloverfield Lane, den wir hatten? Der war gut. War ja ein ähnliches Setting, ja. Also man wusste nicht, was draußen ist und so. Das war ja voll cool gemacht und spannend und interessante Charaktere. Und man wusste nicht, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht und so. Sowas haben sie hier versucht auch aufzubauen, aber es ging sowas von nach hinten los. Also es ist nicht wirklich empfehlenswert. Also wer das in der Sneak Preview irgendwie bekommt oder wenn ihr da vielleicht vorher auch so Hinweise bekommt auf die nächste Sneak und es deutet sich irgendwie an, dass der Film kommen könnte, vielleicht sollte man dann doch mal, wenn eh schlechtes Wetter ist, da nicht unbedingt in die Sneak fahren. Das wäre so mein Ratschlag zu diesem Thema. Ja, ansonsten, wie sieht denn der Tipp für die nächste Woche bei uns aus, Kate? Oh, du hast mich voll unvorbereitet. Warte. Der Tipp lautet: Kein Schnee von gestern. Ja, jetzt. Kein Schnee von gestern. Und da sind ja jetzt auch ein paar Tipps eingegangen. Ja, ganz genau. Und zwar wurde zum Beispiel getippt von dem Marius Wind River. Weißt du, um was es da geht, Erik? Hast du mal geguckt? Nee, ich suche mal raus. Kannst du derweil mal die anderen? Ja. Und dann habe ich zum Beispiel getippt, nur Gott kann mich richten. Da geht es nämlich um einen Typen, der aus dem Knast wieder rauskommt, nachdem er den Kopf hingehalten hat zu seinem Bruder und Kumpel. Das könnte ja so kalt schliefen gestern, könnte ja passen. Ich glaube, Wind River, das klingt, glaube ich, als könnte das passen. Weil hier geht es darum, also es ist ein Film mit Jeremy Renner in der Hauptrolle. Und da geht es darum, dass er so in so einen Mordfall ermitteln muss im Bereich der der Native American, also der Indianer, sage ich jetzt mal, der Ureinwohner. Ja, und da geht es wohl um einen Fall, der zig Generationen irgendwie zurückliegt, wo jetzt einer Rache gesucht hat. Also das klingt dann doch so kein Schnee von gestern, ja. Also es ist immer noch aktuell. Ich glaube, das klingt gut, ja. Und dann hast du noch einen Film getippt. Ja, kannst du ruhig vorlesen.
ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ach so. The Untamed? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. The Untamed, würde ich sagen. Untamed? Ja. Weiß nicht, habe ich was mal so... Was geht da? Getippt. Gute Frage. Worum ging es da? Irgendwie so ein Psycho-Spielchen, wo es auch um die Geister der Vergangenheit geht, die irgendwie doch mal wieder auftauchen da. Ja, genau. Also ist aber eher eine sehr kleine Produktion. Würde mich ein bisschen wundern, wenn das kommt. Jetzt, wo ich dieses Wind River gelesen habe, denke ich mal, das wird es wohl sein. Das klingt ganz gut. Okay, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen im Heimkino. Heimkino. Muss ich mir mal ganz kurz noch die Seite aufrufen, damit ich das zusammenbringe. Es gab ein sehr, oder es gibt es ja auch noch, einen Bestseller namens Axolotl Roadkill, den ja vielleicht einige gelesen haben. Und ich hatte mich ja vor ungefähr einem Jahr, war das, hatte ich ja mal berichtet, dass ich jemanden von Konstantin-Filmen kennengelernt hatte, der mich auf diverse Konstantin-Produktionen aufmerksam gemacht hatte, die dann so im Laufe des Jahres dann so reintröpfeln sollten. Ja, und da war ja die Verfilmung dieses Romans war da ein Hinweis davon, nämlich der Film dazu heißt Axolotl Overkill. Und den habe ich mir jetzt mal gegeben gehabt. Der ist nämlich jetzt fürs Heimkino erschienen, oder wir haben jetzt zumindest so eine Vorab-Version da bekommen. Ich weiß gar nicht, ich kann nachher mal gucken, ob der bei Amazon gucken, ob der schon offiziell verfügbar ist, oder die Kate guckt in der Zwischenzeit mal. Das Ganze ist eine, ja, ich möchte es mal nicht Coming-of-Age-Geschichte nennen, weil das eher eine sehr untypische Geschichte ist. Es geht eher um Episoden in dem Leben der 16-jährigen Mifti, gespielt von Jasna Fritzi Bauer, die zusammen mit ihren Halbgeschwistern Annika und Edmund in einer WG in Berlin zusammenleben. Und die Mutter ist nämlich vor einiger Zeit gestorben und da müssen die jetzt halt irgendwie zusammen klarkommen. Und in diesem ganzen Setting, wenn so die elterliche Bezugsperson fehlt und sie gerade so in diese, ja, mit 16 Jahren, da ist man halt in so einem Alter, wo man doch vielleicht mal ein bisschen mehr Erziehung vielleicht bräuchte durch die Eltern. Und sie ist halt das gute Beispiel dafür, wenn da wirklich so laissez-faire ist, wenn sie irgendwie alles machen darf. Also ihre Halbgeschwister versuchen sie da irgendwie noch ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen. Und das funktioniert aber nicht ganz so. Sie gerät dann halt auch in so einen Strudel rein, in den sie kaum noch wieder rauskommt. Also sie hat Sex, sie geht in Discos, nimmt da Drogen und lernt da so Frauen kennen, mit denen sie was hat. Sie macht mit Männern rum und hat wirklich teilweise die übelsten Ausdrucksweisen im Umgang mit Leuten. Und das Ganze ist so eine Art episodenhaft erzählt und die Episoden sind irgendwie gefühlt nicht so in der richtigen Reihenfolge, weil man sieht manchmal so Sachen, die schon gewesen sind und manche Sachen, die irgendwie noch kommen. Und sie hat auch sehr viele Tagträume und der Film macht es dem Zuschauer echt nicht einfach und hat es mir auch nicht einfach gemacht. Vielleicht kann ich mich auch nicht so sehr in diese ganze Thematik mehr so reinversetzen, in dieses ganze Gefühlschaos im Alter von 16 Jahren oder so, was sie da erlebt. Bei mir war das auch bei Weitem nicht so extrem wie bei ihr. Also von daher, was sie da alles so durchzieht und macht. Ne? Ich fand das teilweise so ein bisschen so, es hat für mich so gewirkt, als will der Film irgendwie so bewusst provozieren. Also wäre das nicht, ich kenne jetzt das Buch auch nicht. Könnte sein, dass es total werkgetreue Verfilmung ist, ja, aber es macht für mich eher so den Eindruck, als will man hier ganz bewusst provozieren in einer Zeit, wo man gefühlt schon alles im Kino und im Fernsehen gesehen hat und das hat für mich nicht funktioniert, der Film. Also der hat mir weder jetzt besonders gut gefallen, es waren wirklich ein paar schöne Szenen drin, da ist zum Beispiel eine Szene, da stellt sie sich halt, oder da malt sie sich halt aus in so einem Tagtraum, dass irgendwie alle um sie herum irgendwie plötzlich in Tiefschlaf gefallen sind oder gestorben sind und sie läuft dann durch die Stadt und überall liegen Leute da und so. Das fand ich eine coole Szene und
ein paar Szenen waren halt auch ziemlich stark und ein paar Dialoge bleiben da mit Sicherheit auch in Erinnerung, aber auch nur, weil es wirklich so provokant ist, wenn sie dann irgendwie einen netten Typen kennengelernt hat in einer Disco und nicht kennengelernt, den kannte sie vorher schon und fährt mit ihm in ein Taxi heim und er ist aber so Gentleman, dass er jetzt nichts irgendwie großartig dann noch versucht und sie ist dann irgendwie so drauf, dass sie nachher den Taxifahrer gleich ziemlich direkt fragt, ob er mit ihr was machen würde und die fahren dann noch irgendwo raus dann, also nachdem der andere ausgestiegen ist. Aber das sind so, ja, wie gesagt, so wirkte für mich so die ganze Zeit, als will der so bewusst irgendwie provozieren und hat es mir echt schwer gemacht. Der Film Tiger Girl, den ich ja auch schon besprochen hatte, den fand ich da wesentlich besser von der Darstellung her und selbst das war ja so ein Film, der von einem Nachwuchsregisseurin gedreht wurde, Tiger Girl, und wirkt ja auch ziemlich heftig und schroff, ist vielleicht ein ganz guter Ausdruck, also auch nicht so geradlinig, aber der hatte immer noch gefühlt mehr Struktur als hier dieser Axolotl Overkill, der eigentlich ja auf einem Buch basiert und wo vielleicht auch ein bisschen Erwartungen dran waren, dass der Film an der Kinokasse funktioniert, aber hat für mich jetzt im Heimkino nicht. Ich weiß gar nicht, wie der im richtigen Kino dann eigentlich lief. Hast du mittlerweile eigentlich rausgefunden, ob es den auf Amazon und? Es gibt ihn seit 7.12. auf Amazon, aber nur zu kaufen, nicht im Prime. Kaufen oder leihen. Aber wie gesagt, ist jetzt verfügbar auf Amazon. Seit 7.12. Deswegen, ich habe eine Frage. Ja. Warum ist auf dem Cover ein Pinguin? Ja, hat der Pinguin zu bedeuten? Ja, die hatte auch, ich weiß gar nicht mehr was, der tauchte dann irgendwann mal auf in so einem Tagtraum, den sie hatte. Und das ist vielleicht so ein bisschen was wie bei Fight Club, da gibt es auch so einen Pinguin, der dann sagt, hier Gleite oder sowas, so ähnlich. Also vielleicht ist ein sehr, sehr schwieriger, schwer zugänglicher Film, der ja sehr stark provozierend ist, ohne jetzt wirklich von der Story her fesselnd zu sein, fand ich ein bisschen schade. Hatte ich, gerade weil ich diesen Tiger Girl so gut fand, dachte ich, okay, dann gucke ich mal jetzt so ein bisschen die mainstreamigere Variante an, aber irgendwie war der weniger Mainstream und hat es mir wirklich schwer gemacht. Ja. Mhm. Oder ich lese gerade, die erste IMDb-Kritik hat die Überschrift An Uninspiring Nightlife Film Made with Stylistic Authenticity. Ja, trifft es ganz gut. Brauche ich nichts mehr dazu zu sagen. Vielleicht kann ja mal jemand von den geschätzten Zuhörern, der vielleicht er oder sie das Buch gelesen hat, vielleicht kann mal jemand sagen, ob der Film da irgendwie eine werkgetreue Umsetzung ist, ob das Buch auch so quasi so verwirrend und sprunghaft geschrieben ist, was natürlich zu der Gefühlssituation eines jungen Mädchens in diesem Alter, in der familiären Situation mit gestorbener Mutter und sowas, was da vielleicht durchaus passen könnte. Aber ja, das wäre mal interessant. Aber ansonsten, ich gebe auf jeden Fall mehr als It Comes at Night. Ich gebe mal 4 von 10. das waren so meine gesehenen Filme, die ich jetzt hatte. Also den Sneak Preview und den Axolotl Overkill. Mehr habe ich jetzt nicht geschafft, weil ich gucke immer noch meine Serie weiter, Raumschiff Enterprise. Aber wir können ja mal in die Charts reingucken, in die Neustarts, was alles so anläuft. Kinocharts und Neustarts. Jawohl, Daniel hat es richtig gesagt. Kinocharts und Neustarts. Bei den Charts in Stuttgart sieht es wie folgt aus. Platz 10 ist Happy Death Day. Platz 9 ist Bo und der Weihnachtsstern. Den wollte ich eigentlich noch gucken, mal sehen. Flatliners auf der 8. Girls Trip auf der 7. Auf der 6 ist Mord im Orient Express. Platz 5 ist Daddy's Home 2, mehr Väter, mehr Probleme. Platz 4, die Justice League. Platz 3 ist Fuck You Goethe 3. Platz 2 ist Paddington 2, das macht ja Sinn. Und auf Platz 1 ist Coco 1. Coco 1, lebendiger als das Leben, nee, hat keine 1. Ja, da sind zumindest mal 2 Filme drin, die ich noch irgendwie gucken wollte, nämlich Bo und der Weihnachtsstern und Coco. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich habe jetzt ab Donnerstag habe ich Urlaub. Richtig schon weil ich habe irgendwie festgestellt, ich habe noch Resturlaub und Könnte ausschlafen nach Mittwoch Nacht. Das sowieso, ja. Ich auch. Und dann auch mal Kino gehen mit den Kids, ja. Das werde ich tun.
mal gucken, was da so im Kino anläuft. Der wichtigste Start diese Woche wird wohl sein Star Wars, die letzten Jedi. Startet am 14.12. Und der Kinocast ist natürlich komplett wieder in der Mitternachts-Preview. Da können wir euch dann in der nächsten Sendung schon brandheiß davon berichten, ob da was taugt oder nicht. Es startet aber auch noch Ferdinand geht stierisch ab. Bei dem Film habe ich den Trailer mehrfach gesehen, nämlich vor Paddington 2 kam der, vor Cars kam der, vor Cars 3. Das sieht ganz lustig aus. Kennst du das Kinderbuch nicht? Nee. Es gibt das Kinderbuch Ferdinand der Stier. Mhm. Das ist ganz, ganz toll. Ja? Na, vielleicht. Ja, und das ist jetzt ja quasi der Film dazu. Ja, kann natürlich sein. Geht irgendwo um Stierkampf. Animationsabenteuer um einen jungen Stier, der in der Arena gegen Matadore kämpfen soll. Doch der sanftmütige Ferdinand hat überhaupt keine Lust darauf. Es gibt ja auch da, wo wir mal hinfahren, ins Baskenland, ins französische Baskenland und im spanischen Baskenland, gibt es ja auch Stierkämpfe. Allerdings wird das dort ganz anders gemacht. Nämlich, dort haben die Matadore so kleine Blumenkränzchen, sieht so ein bisschen aus wie so Zopfhalter, so von der Größe her. Und die müssen diese Zopf- oder diese kleinen Blumenkränzchen müssen die an die Hörner des Stiers stecken, im Vorbeilaufen quasi, ne? Und da gibt es irgendwie einen, der steckt die an. Und wenn dann irgendwie die ganzen Hörner voll sind, dann kommt jemand anders, muss die dann immer, während der Stier an einem vorbeiläuft, so abziehen, ne? Da passiert dem Stier nichts. Und das ist natürlich auch, hat was mit Stieren zu tun und Matador, ne? Aber der Stier kommt nicht zu Schaden. Ja. Es startet auch noch Lieber Leben, eine autobiografische, schwarzhumorige Komödie des Poetry Slam Künstlers Fabien Marceau, der seit seinem Unfall vom Hals abwärts gelähmt ist. Habe ich irgendwo das Poster gesehen im Kino? Hängt irgendwo. Mhm. Es startet auch noch Meine schöne innere Sonne mit Juliette Binoche. Ach, guck an. Eine romantische Tragikomödie um eine Künstlerin, die in der Liebe gescheitert ist und Hilfe bei einem Wahrsager sucht. Gibt es überhaupt den richtigen für sie? Wahrsager. Kam heute auch gerade Asterix Operation Hinkelstein. Da gibt es ja auch diesen Seher. Das ist ja eine Mischung aus zwei Asterix-Büchern, nämlich zum einen der Seher und das andere habe ich gerade vergessen. Ne? War auch sehr lustig. So, was haben wir noch? Ein Date für Mad Mary. Eine irische Romantikkomödie um die junge Mad Mary, die nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ein Date für die Hochzeit ihrer besten Freundin sucht. Und was ist das? Wenn ich es oft genug sage, wird es wahr. Eine absurde französische Schwarz-Weiß-Komödie von Xavier Zeron um einen Hypochonder und dessen Beziehung zu seiner Mutter, die an Brustkrebs leidet. Das klingt jetzt nicht sehr lustig. Tja. Aber ja, Star Wars wird eh alles überschatten, denke ich mal. Und da sind dann wirklich nur ein paar, die noch was anderes suchen. Serien. Du hast eine neue Serie, also für dich neue Serie angefangen. Ja. Zuerst mal möchte ich wissen, wie kam es denn jetzt dazu, dir die Serie anzugucken? Also es fing damit an, dass der Chris gestern beim Aufräumen auf Sky irgendwie eine Folge hat laufen lassen. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, weil ich habe ja gestern gebacken und heute. Und mir taten die Beine weh, aber habe ich mich mal kurz hingesetzt und habe damit geguckt. Und dann habe ich festgestellt, dass das ja eigentlich ziemlich lustig ist. Das ist sogar sehr lustig. Das ist eine der besten Comedy-Serien überhaupt, die es gerade gibt, die aktuell noch läuft. Ja, und jetzt habe ich gestern Nachmittag während dem Backen mit der Serie angefangen und bin jetzt irgendwie schon bei Folge 17 der ersten Staffel. Und zwar reden wir von der Serie Brooklyn Nine-Nine. Und das ist wirklich richtig lustig. Ich finde auch die Charaktere echt witzig. Da gibt es ja diesen Hauptcharakter, dieser Cop, der sich da am Anfang um nichts schert und macht, was er will und so, aber eigentlich eine ganz gute Quote hat. Und dann kommt ein neuer Chief ins Haus und der nimmt ihn sich so ein bisschen zur Brust und guckt, dass der mal wieder richtig in die Spur geht und so. Und das ist eigentlich ganz witzig. Aber am besten finde ich diese Mürrische. Ich weiß nur, wie die Namen noch nicht so ganz. Aber die eine, die lächelt nie. Und
Die ist immer böse. Ach so, diese Mexikanerin oder? Ja, ich finde die voll cool. Ja, da gibt es viele coole Charaktere. Also sein bester Kumpel, der ist ja auch irgendwie total cool und abgefahren. Und der Andy Samberg, der die Hauptrolle spielt, ist ja ein bekannter Comedian. Der war ja Saturday Night Live und sowas. Ja. Stark vertreten. Und ich weiß nicht, der Chef, den ja der Dings spielt hier, wie ist das? Das ist ein bekannter Schauspieler. Der taffe Chef, der ist ja eigentlich schwul und so. Das ist irgendwie total lustig. Und erzählt immer von seinem Mann. Und einfach eine total herrliche Serie. Dann gibt es ja diesen einen Hitchcock. Ich habe jetzt die vorherige, Hitchcock oder Scully. Ich habe jetzt erst die Folge gesehen, wo er das mieseste Date hat. Der hat ja die Wette gewonnen und musste dann seine Kollegin auf das mieseste Date ausführen. Und ich die ganze Zeit so, ich weiß, wo das endet. Ich weiß, wo das endet. Und dann endet so und dann laufe ich rüber zum Chris. Ich wusste. Und das ist, ich finde es eigentlich echt süß. Also ich finde es wirklich lustig. Ich bleibe jetzt auch dran. Es läuft echt gut nebenher. Ich habe jetzt, wie gesagt, heute nochmal gebacken. Ein paar Käse gebacken. Und dann lief es einfach so nebenher. Und du musst nicht immer hingucken. Das ist das Gute. Also du kannst auch nebenher einfach mal nur zuhören. Und weißt trotzdem, wer gerade redet und um was es geht. Und ich finde, es ist ziemlich lustig. Ja. Ist gut. Super. Ich finde es erstaunlich, dass es erst 3 Staffeln gibt. Also hier bei IMDb stehen 5 drin, also wird es wahrscheinlich doch The Big House Part 1, Big House Part 2. Ja, auf Netflix gibt es jetzt 3. Achso, okay, da sind wahrscheinlich die anderen noch nicht drin. Mhm. Ich fand es lustig, hätte ich nicht gedacht. Fand es auch ziemlich überraschend, dass die Serie hat ja quasi, als die erste Staffel gerade mal lief, hat die ja den Emmy, die Golden Globe gewonnen, irgendwie für die beste Comedy-Serie oder so. Also das will schon was heißen, ne? Also wenn und das war auch so lustig dann. Ja, die sind auch echt. Also irgendwie, die ganzen sind irgendwie cool. Oder hier die Sekretärin vom Chief dann, die halt über alles scheißt und irgendwie alle komisch findet und dann wird bei ihr zu Hause eingebrochen und geht sie zu ihrem Chefin und fragt, ob er Kontakte zum FBI oder zum CIA hat, weil sie braucht Leute, die das aufklären können. Dann sagt er so, aber sie arbeiten noch im Polizeirevier. Die sind doch alle so Pfeifen. So geil. Ja, ja. Ist einfach total herrlich. Auch so schön schnell geschnitten und dann so ein bisschen, da sind so, weiß nicht, so 70er, 80er Jahre Polizeiserien-Ästhetik manchmal so von den Schnitten, dass da so Übergänge sind oder dann auch einfach solche One-Liner, die da rausgehauen werden. Einfach sehr. Ja, oder sehr auch diese Ideen, die da dahinter stecken, hier mit diesem, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie der heißt, wo sie das Bingo spielen an Weihnachten. an Thanksgiving. Da machen sie so ein Bingo über einen Kollegen und immer wenn, und die müssen dann sagen, so die typischen Sachen, die er sagt. Und immer wenn, und jeder muss sich dann für ein paar Sachen festlegen. Und wenn der Typ dann alle 3 Sachen oder alle 4 Sachen gesagt hat, dann muss er Bingo sagen. Und die haben es halt angefangen und es zieht sich halt die ganze Serie über, dass immer irgendjemand sagt, Bingo. Oder, ja, großartig. Dann das geht nur ganz kurz, die Szene, da erzählt einer, dass einer von den Kollegen erzählt, er war mit Trixie, glaube ich heißt sie, draußen im Park spazieren, es war voll schön, bla bla. Und dann fangen die Kollegen an zu sagen, Ehefrau oder Hund. Von wem erzählt er? Und dann stellen sie ihm Fragen und dann immer, Ehefrau oder Hund? Wer, auf wen trifft es zu? Ehefrau oder Hund? So lustig. Ich erinnere mich dann nur noch an eine Folge, wo der eine, da gibt es einen ganz großen, taffen Schwarzen, der dort mit ist, wo der für seine der doch Tochter am Anfang so Angst hat, oder für seine Tochter irgend so ein Barbie-Schloss oder sowas zusammenbauen musste und da total verzweifelt ist. Und der hat doch Zwillinge. Ja. Und ihr müsst das Schloss zusammenbauen. Total einfach herrlich. Also wer Brooklyn Nine-Nine noch nicht kennt und doch mal ein bisschen lachen möchte oder so, gerade jetzt hier in dem düsteren Wetter, was gerade draußen ist, dann startet mal Netflix und guckt mal Brooklyn Nine-Nine. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ja, so wie ich sage das. Also die einzigen Comedy-Sendungen, die ich eigentlich so gucke, ist The Big Bang Theory. Und dann habe ich eine Zeit lang... wie heißt das? Kimmy Schmidt, Unbreakable Kimmy Schmidt. Big Bango. Ich auch eine Zeit lang geguckt. Irgendwie. Aber das ist so, also das sind die einzigen 2 Serien, die ich so geguckt habe.
im Comedy-Bereich. Und jetzt kommt halt Two Broke Girls? Nein, nein. Ach, nicht aktiv. Also wenn es mal irgendwie auf Sky läuft und ich durchschalte, dann ja, gucke ich mal eine Folge. Aber ich habe jetzt nie aktiv irgendwie alle Staffeln geguckt. Oder ich bin da auch nicht mehr am neuesten Stand. Früher habe ich da viel mehr geguckt. Früher habe ich auch Malcolm in the Middle geguckt und so. Aber mittlerweile, weiß nicht, ist komisch geworden. Es gibt so viele andere Serien, die ich lieber gucke. Und Brooklyn Nine-Nine war jetzt echt lustig. Da bleibe ich auf jeden Fall dran. Okay. Ja, ich kann mal gucken. Ich bin da auch irgendwo stehen geblieben. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich muss mal dann mal noch aufholen. Dann. Ich habe ja tatsächlich noch diese... Ach, jetzt hat er das rausgelöscht hier. Ich bin gerade hier in dem Dokument für Fortsetzung folgt drin, wo ich meine Kritik zu Dark geschrieben hatte. Denn du hattest ja letzte Woche Dark empfohlen. Ja, aber du musst mehr gucken als nur eine Folge. Ich habe eine Folge geguckt, das reicht mir voll und ganz. Ich will nicht weiter gucken. Nicht dein Ernst? Nein, das ist... Warum nicht? Ach, das ist sowas von hölzernes TV-Niveau und total verwirrend, zu viele Figuren. Und dann, ja, das ist halt... Irgendwie wirkt es wie eine schlechte Mischung aus Stranger Things und S. Ja, irgendwie kommt das alle 33 Jahre wieder und... Das wird Nein. Ja, die sagen das ja. Ja, schon, aber es ist ja kein Monster, das irgendwie nicht führt. Aber das wirkt, das passt, es gefällt mir überhaupt nicht. Also es ist tröge, es ist langweilig und ich finde es schade, dass sie das nur als erste Netflix-Produktion da in Deutschland gemacht haben. Ich bin da überhaupt nicht rein. Ich habe mich echt durchgequält durch diese erste Folge. Ey. Da gab es mal auch eine andere deutsche Serie, die ist irgendwie Weinberg. Ja. Fand ich da wesentlich besser. Die habe ich nicht geguckt. Das ging ja gleich ganz gut los und hat mich kein bisschen hier irgendwie, dass mich irgendwie, und dann so alle so Stereotypen, da kommt einer rein, die sagt, ja, es wird wieder passieren. Oh Gott. Also das ja, aber der ist wichtig. Du weißt ja gar nicht, was aus diesem Charakter noch wird. Alles an Haaren herbeigezogen. Es interessiert mich auch nicht. Also es ist alles sowas von an Haaren herbeigezogen und irgendwie langatmig. Und das Ganze alles so auf so einem Tatortniveau und auch vom Spiel her, von den Leuten. Nee, war nichts für mich. Also da. Oh krass, also jetzt haben wir echt zwei komplett unterschiedliche Meinungen. Das ist mir meine Zeit zu schade, da gucke ich lieber irgendwas anderes da. Also das war mir nichts. Und zumal, da geht es eine Stunde und da passiert kaum was und dann versuchen sie mit so einem Cliffhanger, dass du doch nochmal weiter guckst und nee. Nee, also für mich war Dark jetzt nichts, aber liebe Hörer, ihr könnt mich gerne überzeugen, schreibt es in die Kommentare. So nach dem Motto, ja, musst du unbedingt noch gucken. Hör auf die Kate, die hat es fertig geguckt. Noch ordentlich ab, Erik. Das geht richtig ab noch. Ja, das mag sein, aber ich kann jedes Mal eine Stunde da zu gucken, um festzustellen, das gefällt mir nicht. Also, nee, die Figuren bleiben ja die gleichen, da kommt ja jetzt niemand mehr dazu, hoffe ich mal. Es waren eh schon viel zu viele. Also, da kommen noch welche dazu. War schon riesen und denen ihre Schauspielkunst, die schwankte so zwischen einem besseren Tatort und GZSZ. Also, bin da nicht mitgekommen. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet von so einer Netflix- Produktion, aber wahrscheinlich ist es auch, je nachdem, wie viel Geld sie da ausgegeben haben, nix für mich, eine Folge. Ausführlich könnt ihr es dann in der neuen Fortsetzung Folge hören. Ich glaube, die anderen waren auch nicht so angetan davon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jawohl, ja. Leider. So ist es aber. Wo es aber auch weitergeht, ist nämlich das hier. Rätselecke. Tja. Kam da irgendwas an? Der eine schreibt immer an uns beide, da habe ich schon gesehen, da kam auf jeden Fall was an. Ich muss mal schauen. Nee, ich habe noch eine Antwort bekommen. Ich muss mal hier erstmal den ganzen hier, so. Also, der Thomas hat geschrieben auf mein Rätsel, das müsste Nightcrawler sein. Das hätte ich auch gedacht. Und der Mike hat auch noch geschrieben, ich mache erstmal meins, at Kate Nightcrawler, jede Nacht hat ihren Preis. RTL 2 ist ja nicht weit weg von Tele5, aber vom Genre her mal was richtig anderes. Ja, und ihr habt natürlich beide recht, es war Nightcrawler. Siehst du, das wollte ich dir noch beim letzten Mal nach der Sendung sagen, dass ich das auch tippe. Ja. Guter Film, by the way. Und bei dir hat er noch getippt, gemeinsam stirbt sich's besser. Ohne den Hinweis mit dem Blumenpflücken hätte ich es nicht erraten. Aber an den Film kann ich mich noch erinnern, da ich hoffte, es wäre richtig lustiger schwarzer Humor. Bin aber enttäuscht worden. Machst du denn richtig?
Ich muss mal gucken. Ich habe hier nur den Originaltitel. Dead by Monday heißt der. Muss ich mal gucken, ob der irgendwo steht. Ja, gemeinsam stirbt sich's besser. Doch, hier steht es. Ja, hat er sich nicht aufgelöst. Ja, Dead by Monday. Die Frau ist, also das Rätsel war ja, die Frau schreit verzweifelt um Hilfe, doch obwohl der Mann nur einen Schritt vor der Frau steht, tut er gar nichts. Die Frau ist beim Blumenpflücken an der Kante einer Steilküste abgerutscht und kann sich nur noch mit den Händen festhalten. Unter ihr befindet sich ein tiefer Abgrund. Der Mann, der zufällig vorbeikommt, kann die Frau weder hören noch sehen, denn er sieht ihre Hände im Gebüsch nicht und auf seinen Ohren trägt er Kopfhörer. Im Dröhnen der Musik gehen die Schreie der Frau unter. So ist das. Ja, haben wir wieder ein neues Rätsel? Na klar. So. Ich war wieder mal auf den Internetseiten der letzten Tage unterwegs, was so im Fernsehen lief, und habe mich für was entschieden. Achtung. Er sieht die Gelegenheit, in diesem Jahr endlich den Weihnachtsrubel zu entfliehen, als seine Tochter erstmals den Heiligabend nicht nach Hause kommt. Zusammen mit seiner Frau bucht er eine Reise ins Warme. Aber diese Pläne werden jedoch zerstört, als die Tochter doch noch ihre Rückkehr für die Weihnachtstage ankündigt. Ich hätte zwischenzeitlich... Ich erinnere mich, der Film war sehr gut. Ich hätte zwischenzeitlich gedacht, hier Kevin, hier einer, aber das war's dann doch nicht. Nee. Okay, also Rätsel Nummer 1. Rätsel Nummer 2 kommt sofort, nämlich, das heißt grausamer Gebieter. Man gibt dem Gefangenen noch eine letzte Chance. Sollte es ihm gelingen, den Tyrannen zum Lachen zu bringen, so soll der Gefangene am Leben bleiben. Und dem Gefangenen glückt es tatsächlich. Der Herrscher lacht schallend. Dennoch überlebt der Gefangene nicht. Tja. So, schreibt die Lösungen an kate@kinocast.net. Ja, bin gespannt, was da so reinkommt dann. Reingekommen ist ja auch diverses in unserem Briefkasten. Briefkasten. Aus der Rubrik Überleitungen aus der Thomas Gottschalk Moderationsschule. Ich wollte noch einmal sozusagen zu der Auphonic-Spende vom letzten Mal. Ich habe nämlich selber mal versucht, diesen Prozess da durchzumachen. Wenn man bei uns auf kinocast.net oben auf Danke klickt und dann kommt ja dieses Feld mit Auphonic und dann steht da Klick hier. Und vielleicht ist das ein bisschen verwirrend geschrieben, denn es ist fest eingestellt, dass man 5 Euro spendet. Und ich könnte mir denken, dass jemand in das Feld 10 eingetragen hat, weil er 10 Euro spenden wollte. Und das ist dann halt als Nachricht weggegangen. Also deswegen steht da, add an optional message to your donation to KinoCast. Und da müsste man halt nicht einen Betrag eintragen, sondern die 5 Euro sind schon fest eingestellt. Also das ist der Mindestbetrag. Genau, und da hat wahrscheinlich jemand sogar 10 Euro spenden wollen eigentlich und hat das da eingetragen. Also wer auch immer das war, bitte mal melden, dass wir wenigstens mal einen Namen zuordnen können, weil die Auphonic-Spenden, die sind nämlich absolut anonym. Da sehe ich gar nichts. Da sehe ich nur halt den Betrag. Ne? Und ja, wäre doch gut, wenn man das mal nennen könnte, wenn er oder sie das möchte. Jawohl, das wollte ich nur. Jetzt kann ich das mal hier rauslöschen hier. Genau. Und ich werfe mal noch einen Blick in unser Adventskalender. Jetzt wollte ich irgendwas mit Tippspiel sagen, aber nein. In unserem KinoCast Adventskalender gibt es ja jeden Tag ein neues Bild und ihr könnt dann in den Kommentaren schreiben, aus welchem Film aus 2017 dieses Bild ist, dieser Screenshot. Und es können auch Filme drankommen, die wir vielleicht hier besprochen haben im KinoCast, die aber vielleicht älter sind oder so. Kann auch sein. Jetzt müsste ich es erstmal finden nach hier. Ich habe die Punkte von heute habe ich noch nicht eingetragen, aber es gibt so eine Spitzengruppe, die sich gerade so ein bisschen absetzt. Das ist so Catland, Franzi, der Thomas Holmer, Leinwandperlen, die Kollegen vom anderen Podcast hier, der Martin, der Mirko76, die Steff auch, schöne Grüße nach Tübingen, Sumratra, Rain, ihr Penner, Weezer und Meister Quitte. Das ist so die Spitzengruppe. Der Wilhelms hat nämlich leider mal vergessen mitzutippen. Da ist, ist ein bisschen der Anschluss verloren gegangen. Ebenso wie Alex, Epinato, Epsel, Lothar, P., Kürschat. Die haben mal irgendwie mal nicht mitgetippt und so. Tja, aber es kommen noch ein paar knackig schwere Rätsel und wer weiß, ob da alle immer alles wissen. Deswegen
ruhig. Und hinten kommen die dicken Punkte. Genau. Wie hat er da immer gesagt, der Buschmann, irgendwie am Ende kackt die Ende. so ist das. Also da das wird ja jedes Mal mehr Punkte. Ne? Also für jedes Türchen gibt es genauso viele Punkte, wie auf dem Türchen steht. Und wer richtig rechnen kann, gibt es dann am 24. Türchen nämlich 24 Punkte. Und da ist ja quasi alles drin noch. Also wenn man da vielleicht mal, wie der Wilhelms, mal das Türchen Nummer 2 ausgelassen hat, ja, dann kann man ja durchaus noch einen Big Point setzen nahe gegen Ende. Und es lohnt sich ja sowieso, weil unter allen Teilnehmern verlose ich ja auch wieder Überraschungs-DVDs und Blu-Rays und so, ne? Da, je nachdem, wie viel bis dahin so zusammengekommen ist bei den Spenden. Da kann ich übrigens, ach, jetzt will gerade jemand in unserer Metropol-Sneak-Gruppe Mitglied werden, werde ich gleich mal bestätigen. So. Das passiert ja alles so nebenbei. Ich werfe gleich mal so einen Blick rein, bevor ich in die restlichen Kommentare reingehe, weil ich gerade einmal das Amazon-Thema habe. Also wenn ihr irgendwas bestellt jetzt für Weihnachten, für die Mama, für den Papa, für die Geschwister, wen auch immer, dann nutzt doch am besten, wenn es das dort gibt, Amazon, wenn es preislich für euch attraktiv ist und alles. Und dann klickt vorher einen unserer Amazon-Affiliate-Links und fangt dann an, von dort aus zu bestellen. Da kriegen wir eine kleine Provision und das haben zum Beispiel welche gemacht, die Folgendes bestellt haben. Niemals aufgeben, eine Biografie, jetzt muss ich mal aufrufen, von wem das ist, von Hüb Stevens. Aha, könnte ja fast Luise sein. Wittenberg an einem Tag, ein Stadtrundgang. Aha, auch nicht schlecht. War ich noch nicht, glaube ich, Wittenberg. Wir warten aufs Christkind. Ja, es wird langsam weihnachtlich. Was ist das? Ach, ich dachte, es wäre eine Weihnachts-CD. Nein, es sind die roten Rosen. Die roten Rosen. Stephen King's S als DVD. Eine Damenuhr von Skagen. Mal gucken, sieht schön aus. Ja, sieht schön aus. Was haben wir hier noch? Six Feet Under, die komplette Serie. Coole Serie. Auf jeden Fall. Gut. Ein, was ist das? Eine iPad-Hülle. Okay. Hier sind immer so kryptische Bezeichnungen. Manches kann man dann. Ein Heizlüfter mit 500 Watt von Einhell für 12,49 €. Ob der so viel Power macht, der Kleine. Ja, tut er. Und Cosmos, die drei Fragezeichen, ein mobiles Alarmsystem. Was 2 von 5 Punkten gekriegt hat. Das scheint nicht viel zu taugen. Kevin allein zu Hause, die Box, Blu-ray. Karl Lagerfeld, Classic, Aftershave, Lotion. So, was ist das hier? Inkbird 220 Volt. Da muss ich auch draufklicken. Mal sehen, was das ist. Programmierbarer digitaler Temperaturregler. Thermostat. Wahrscheinlich, um irgendwie eine Heizung zu programmieren, schätze ich mal. Und ein SanDisk Ultra Fit, einen kleinen USB Memory Stick mit 128 GB. Oh, die gibt es ja jetzt schon groß, ey. So. Okay, danke an alle, die was bestellt haben von dieser Liste, weil dafür werden wir wahrscheinlich demnächst, sehe ich jetzt hier irgendwie noch nicht, bei den Einnahmen, aber dann vielleicht was dafür bekommen. Und das hilft dann hier, um irgendwelche Gewinnspiele zu machen, Preise bereitzustellen und so weiter. Ne? Mhm. Und jetzt werfe ich doch mal noch einen Blick in die Kommentare zur letzten Sendung. Das war Daddy's Home 2, Spider-Man Homecoming, Baywatch. Und gab es irgendwie 2 Kommentare vom Thomas. Der hat nämlich Tor 3 gesehen. Die lustigen Momente sind tatsächlich sehr lustig geraten. Außerdem definiert er seinen Titelhelden neu. Eine sehr gelungene Story und die Effekte, die überzeugen und hoher Unterhaltungswert sind garantiert. Er gibt 9 von 10 Punkten. Klingt gar nicht mal schlecht. Musst du vielleicht doch mal angucken, Kate. Ja, als Marvel-Fans. Dann hat er Thomas noch geschaut auf Netflix El Camino Christmas. Er meinte, das ist am Freitag auf Netflix erschienen. Der Film transportiert trotz seiner eher unweihnachtlichen Geschichte im Kern ganz gut den Geist der Weihnacht. Die Tragikomödie überzeugt mit vielen authentischen Charakteren, die zudem toll besetzt sind, zum Beispiel Tim Allen und Vincent D'Onofrio. Und seine Geschichte voller Missverständnisse und seelischen Abgründen von Menschen,
deren Leben besser hätte laufen können. Relativ simpel erzählt, funktioniert aber trotzdem gut. Er gibt 7 von 10 Punkten. Kannst ja auch mal gucken, du bist ja so Netflix hier. Ich mag ja Tim Allen rein. El Camino Christmas. Habe ich, glaube ich, mal einen Werbebanner gesehen, wenn ich mich recht erinnere, da bei Netflix. Aber Tragikomödie ist jetzt. Tja. Nicht so. Aber ich gucke mal vielleicht rein. Mhm. Okay, dann sind wir soweit durch. Haben wir alle Themen abgehakt, ja. Mal gucken, ob ich es dann jetzt nächste Woche, da haben wir auf jeden Fall dann noch Star Wars mit drin und mal gucken, was ich dann noch so gucke hier von diesen Kinderfilmen oder so, wäre ich bestimmt mal in Bo das Weihnachtspferd oder wie hieß das, ja, oder diesen Coco. Ja, wir haben gestern, das fällt mir gerade rein, wir haben gestern einen ganz süßen Trailer gesehen, ich muss mal gucken, wie der Film hieß, ich glaube, The Star, also der Stern, ist das der? Das ja. Mit Mariah Carey? Ja. Echt? Das ist voll süß. Ich habe während den Trailer durch Zufall angeguckt und zwar, da geht's, oder ist das so, heißt der sogar Bo? Ist das nicht sogar Bo? Ist das nicht der, der mit der Weihnachtsgeschichte aus Sicht der Tiere? Ja, doch, klar. Die kleine Esel Bo. Der heißt im englischen Original The Star. Das ist ja sogar der, den du gucken willst. Ach so, ja. Ja. Der ist voll süß, der Trailer. Hast du den Trailer gesehen? Ja, den Trailer haben wir mehrmals gesehen bei den Kinderfilmen, die wir im Kino geguckt haben. Ah, so süß. Ja. Ja, mal gucken. Also es ist ja von den Ice Age-Machern, also jetzt nicht ganz so, ja, die Erwartungen sind nicht ganz so hoch, muss man so sagen, aber ja, aber echt, das ist so cool. Könnte ganz gut sein. Naja. Okay, dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak erwartet, falls wir es durch den Schnee da überhaupt hinschaffen hier. Und ja, lasst es euch gut gehen, liebe Hörer. Seht zu, immer schön Schnee schippen und eine Schneeschaufel im Auto haben und zur Not eine warme Decke, falls man irgendwo hängen bleibt. Ansonsten hören wir uns dann frisch und munter nächste Woche wieder. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Bis dann, tschüss. Sehr gerne. Bis dann, ciao. Bald im Kinocast.